Herzlich willkommen zurück, liebe Leute, zum neuen Part von Let's Play Pokémon Ultrasonne. Wir hatten im letzten Part uns ja einen Weg gesucht, um zu dem Weg zu kommen oder der Stelle zu kommen, wo wir überhaupt hin sollen. Allerdings erfolglos, denn wir hatten keinen Weg gefunden. Und ja, jetzt bin ich einfach mal in der Hoffnung oder bin mal gespannt, ob wir den Weg vielleicht diesmal finden werden. Weil ich meine Hoffnung geben wir mal als ganz letztes auf. Weil man weiß ja nie. Aber erstmal haben wir hier einen Pokémon-Kampf, den wir uns auch stellen werden und hoffentlich auch gewinnen werden. Das zumindest. Hoffnung. So, ich glaube, das ist besser, oder? Ich weiß nicht, ob ihr den Sound zu laut, zu leise, so was auch immer hört. Ich kann das nicht einsetzen. Wir werden es danach erst sehen, ob das zu laut, zu leise, was auch immer war. So, am Pokémon Ultrasonne kommt es wieder öfter. Ja, also ich nehme es mir vor, wieder öfter zu bringen, weil es kaum mit seiner Zeit lang ist. Eigentlich keine Ahnung wieso, aber es will es bevor im November jetzt Pokémon Let's Go Pikachu und Let's Go Eevee erscheint, möchte ich diese Pokémon-Episode fertig und beendet haben. Und deshalb glaube ich, dass ich das so gut. So, weil am optimalsten müssten wir nämlich eigentlich hier lang gehen. Also gamemäßig kommen wir noch nicht durch. So, sagt es nur immer hier irgendwas von irgendeiner Prüfung und irgendwas. Aber nichts mehr. Das ist komisch. Achso, was ist denn hier? Den Pokémon-Kampf zu gewinnen ist schon mal leichter als einen PKW zu reparieren. Ah, deshalb machen wir jetzt einen Pokémon-Kampf, okay. Ja, du kleiner Trainer auf dem Freddy. Mach das mal nicht so. Mach's mal nicht so einfach, ja? Ich nicht auf einen Gewinn einstellen. So. Ja, mal Blut. Was ist Cat passiert? So, das hat so. Nehmen wir nochmal Blut. Jetzt, mal gut an Griff und dann ist das erste Pokémon zum Mann weg. Sehr gut, das ging hier einfach und war auch effektiv. Aber es kommt noch ein zweites Pokémon, glaube ich. Ganz genau, und ich behalte einfach mal Cat und mache das mit Cat auch glatt. Hier zumindest ist mit Cat glatt. Was ist denn das? Gruppe des Raumes, den habe ich noch nie gesehen. Keine Ahnung, ob gut dagegen irgendwas hilft. Wir haben 9. Und zwar nicht nur wenig. Ah. Oh. Und das halt. Oh, oh geil, ich bin echt müde, ey. Das ist aber nicht mal so übel, aber nicht wirklich effektiv. Wir kommen jetzt Glut und weg ist das Ding, weil es war eh schon 1 mm von verrecken. Und jetzt hat es Erfolg geschafft zu verrecken. Sehr gut. So, das war's dann wohl mit deinen tollen LKW-Reparatur. So, Münzen-Amulett, das war sehr schön. Aber jetzt frage ich mich trotzdem, wo geht's hier weiter, ne? Weil die Sache ist halt die, ich finde keinen Weg, weil ihr werdet jetzt immer noch nicht durchkommen, vermutlich. Stimmt's? Und das macht mir jetzt halt ein bisschen so ein Rätsel. Wo ich mir jetzt überlege und denke, macht das Sinn? Und denke bloß, nee, eigentlich macht es keinen Sinn. Wo geht's jetzt hier weiter? Verstehe es jetzt nicht so ganz. Hier geht's auch nur bis für Durst, hier ist nur Gras, aber sonst nix. Und die Pokémon anders gestoßen. Ich
Ich will jetzt irgendeinen Weg finden zurück. Vielleicht hat irgendwer das Schlag oder so, wenn du das siehst. Wie komme ich weiter? Es zeigt dir, was mein Problem ist, wo es da mit dem werden, wo es da hin muss. Aber ich habe keine Ahnung, wie ich da hinkomme. Oh, was ist doch? Cat. Cat ist paralysiert. Wieso? Ich will, dass Cat einfach jetzt einen Swap macht hier und fertig ist, die Soße. Soße, was auch immer. Das ist ja belastend hier. Weg mit dir, danke. Also deshalb, der Part wird auch nicht so lang. Ich meine, ich werde mal eine Überlegung nachgehen, die ich habe. Wenn es nicht geht, bitte ist euch irgendwie mir zu sagen, wie es weitergeht, weil ich habe keinen Fall gerade gesagt. Das ist halt nicht so angenehm. Wisst ihr, es muss, wenn man es mir anschaut auf der Karte. Auf der unteren Karte, weshalb ich mal die Facecam wegmache. Ich hoffe, wir können es einigermaßen sehen. Da ist das Ziel. Hier. Da, das ist krass. Da müssen wir hin. Und ich bin hier. Und ich sehe keinen Weg von hier, hier hin. Weil hier ist, glaube ich, keine Verbindung. Wer sagt, hier ist, glaube ich, keine Verbindung. Also geht es darüber schon mal nichts. Und hier ist die Straße auch irgendwie zu. Also hier kommt man auch nicht dahin, wo wir hinwollen. Ich weiß gerade nicht, wie man wieder hierhin zurückkommt, ist das Problem. Ich habe eine Idee über den Weg hier, das probiere ich jetzt nochmal aus. Und wenn das nicht geht, weiß ich selbst auch nicht. Das ist so mein kleines Problemsinn, bei dem ich gerade stehe, weil ich da irgendwie davor bin und keinen Fall habe, wie ich jetzt umgehen soll und wie ich das sinnvoll lösen soll. Das ist halt ein bisschen blöde. So, mal schauen, ob es generell oder wo es jetzt hinlaufen muss. Sehen wir uns nochmal an hier im Navi. Okay. Was bin ja hier? Ganz kurios auf jeden Fall die ganze Sache. Da habe ich einfach kein Fall, wo es jetzt genau hin muss. Ja, ist ein bisschen ungünstig, wie ihr es denken könnt. Da muss halt jetzt den passenden Weg dementsprechend finden. Aber als Hüsterin muss man die Stärke seiner Pokémon entdecken und fördern. Okay, aber erstmal müssen wir uns hier ein Pokémon-Battle stellen. Also ich hoffe, das ist, macht die Felskern wieder an. Also ich hoffe, dass das Wegproblem schon mal jetzt hier über den Laden bekommen und hinbekommen. Alles andere wäre tatsächlich nicht sehr schön. So, dann nehmen wir mal einen schönen Glut. Glut tut gut. Das ist sogar, weil es halt einfach ist so. So, aber trotzdem frage ich mich, wo der gerade den Weg hingeht, um einen müssen. Aber es findet mehr raus. Hoffe ich zumindest. Aber ich bin da immer guter Dinge, dass wir das herausfinden. Ich kämpfe weiter mit Cat bis zum Tod. Was denn nie passieren wird, wenn man immer wieder. Wenn man immer wieder heilen kann. Boah, ich bin ein bisschen müde. Glut ist hier sehr effektiv, da werden wir das dann machen. Was ist dieses Palarifisiert? Das ist komisch. Das ist. Also, gerade so eine Episode, da kommt es diesem Game einfach null weiter. Das ist kurios.
weiß, ich noch einen zweiten will. So, nochmal hier, Glut. Bye. Gut. Okay. Ich kann die Attacken erhalten, alles gut. Bin zufrieden, so wie es ist. Und jetzt hoffe ich mal, dass das jetzt alles nach Plan läuft und ich das, was ich mir denke. Das macht doch null Sinn gerade, wo es da lang geht. Bin gerade hier. Doch, vielleicht macht es doch Sinn, weil hier irgendwo ein Weg ist. Ich darf Tannen ist ja nicht ganz so falsch. Ist ja einfach kein Weg. Das ist nicht. Erstmal tue ich mal Pokémon heilen. Dann vielleicht, wenn man so außen rum irgendwie läuft, dass es dann funktioniert. Ich habe keine Ahnung. Also bitte, was irgendwer weiß, wie es geht, weil ich es bis zum Ende des Partys nicht hinbekomme. Bitte, bitte, irgendwie schreiben, wie es geht. Weil, keine Ahnung, was ich an der Stelle gerade so krass festsetze. Ich weiß nur, dass ich an der Stelle gerade so krass festsetze. Weil das ist natürlich eher kontraproduktiv. So. Natürlich ist erst, weil es in-game Sound zu leise ist oder sonst irgendwas nicht passt. Sorry, irgendwie habe ich das Gefühl, dass irgendwas nicht passt. Ich habe es einfach im Magen, dieses Gefühl. Weil immer wenn ich dieses Gefühl im Magen habe, dann ist es einfach auch so. Jetzt gehe ich mal komplett außen rum und zurück. In der Hoffnung, dass das hilft, weil ich muss irgendwie nur noch rechts kommen. Und ob das konnte ist über den Weg tatsächlich. Wenn da nicht die Pokémon wären. Ich habe jetzt keinen Bock gegen Pokémon zu battlen. Ich will einfach nur einen Weg jetzt finden. Aber da ich noch nicht begegnet bin, ist das immer Pokémon jetzt gar nicht mal so schlecht. Deshalb ist das das, den werde ich so fangen. Und erstmal einmal mit einem Blutanfall oder Kratzer, was auch immer, ein bisschen down zu bekommen. Und das dann einzufahren. Was sein, ob es das einfangen lässt mit dem Pokéball. Ich hab's immer so. Geh nicht raus. Geh nicht raus. Geh nicht raus. Bleib drin. Gut, und wir fangen Amas. Gut gemacht. So, da haben wir einen Eintrag im Pokédex. Das ist sehr schön. Okay, so sieht's aus. Mit X kann man irgendwie Pose machen, mit Y kann man es rufen. Das ist sehr schön. Ich will den Karl extra Namen geben. Muss man das jetzt? Ach, kack. Dann nenne ich das jetzt einfach mal L O L. So, das ist ein weibliches Pokémon, sehe ich gerade. Oh, mal interessant. Also, ein weibliches Pokémon namens LOL. Aber ich will es eigentlich gar nicht in meinem Team haben. Ich schicke das in die PC-Box. Und dann kann man es ja von der Box aus her austauschen, ist aber da. Das ist ganz praktisch. Und wenn ich jetzt hier lang laufe, laufe ich gegen. Hä? Wieso läuft das gegen Fels? Was das halt einfach ist. Dann muss ich einfach fick einen Ort kommen, wo es hin will. Ist das jetzt zu viel verlangt oder wie? Also, dass ich erst in irgendeiner Bescheid weiß, wo es dahin muss, sagt mir Bescheid.
weil ich bin die ganze Zeit gestrandet und ich finde den Weg einfach nicht. Das ist halt nicht so sinnvoll und gut. Aber hier geht's immer nichts weiter, das ist nicht schön. Aber bei heißem Wetter konnten wir SQT nicht fahren gehen. Aber wir gehen zurück, weil das hat nicht so funktioniert, wie ich es mir gedacht habe, bedauernswerterweise. Aber passiert auch mal. Und dann frage ich mich halt wirklich, wo müssen wir jetzt hier lang gehen, verdammt. Das ist doch scheiße. Irgendwas muss es machen, was ich bis jetzt nicht beachtet habe, was es machen muss, um da weiterzukommen. Naja, also ich würde mal vorschlagen, Leute, ich mache mich nochmal so bis zum nächsten Mal. Ich habe mir ein paar Tutorials, ein paar Let's Plays an oder so von anderen Leuten, die das dann gemeistert haben. Sonst haben wir die das Zeugs machen. Und werde mir dafür überlegen, wie kann ich das machen. Und falls einer von euch das schon gespielt hat und weiß, man von hier jetzt weiterkommt, von Ohana Farm, zu der Stelle, wo wir hinwollen, sagt Bescheid. Schreibt es in die Kommentare, schreibt mich aus der Farm, was auch immer. Irgendwie. Helfen. Kommt her. So. Hier. Helfen, wenn ihr Peile habt, wie es funktioniert. Weil das, was sagen wollte, war Mikro abgesmiert ist. Weil hier geht's nicht weiter. Ihr seht es ja selbst. Also, ich find's da raus, bis zum nächsten Mal hoffentlich. Oder ihr helft mir. So oder so werden wir beim nächsten Mal hoffentlich weiterkommen, liebe Leute. Ich bedanke mich für diesen Part, wo wir nur nach dem Weg gesucht haben, aber nichts gefunden haben. Wir jetzt pressend finden wir ihn hoffentlich mal das nächste Mal. Wäre zumindest sehr praktisch. Und jetzt sage ich herzlichen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.